Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, es tut mir wirklich von tiefstem Herzen leid, aber es ist an der Zeit, Adventskalender auszupacken. Der 1. September ist heute. Es sind noch viele, 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 viele Wochen, bis wir wirklich Adventskalender nutzen können. Aber ihr kennt das Spiel. Ab September fängt die Adventskalenderzeit an. Und auch dieses Jahr zeige ich euch wieder einige Adventskalender und sage euch meine ehrliche, ungefilterte Meinung, ob sich die Produkte lohnen. Lohnt sich der Kauf dieses Adventskalenders? Und ihr könnt alles gewinnen. Das kennt ihr mit Sicherheit schon von meinen Adventskalender-Videos. Alle Inhalte der Adventskalender sortiere ich, werde am Ende ein Fullface nur Adventskalender-Make-up-Video machen. Alles andere geht an euch. Und falls ihr das Gewinnspiel nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und kommentiert immer unter diesem Video Hashtag diesen Emoji und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Und ich werde dann, je nachdem, wie viele Videos ich zu den Adventskalendern mache, natürlich auch einige Pakete verschicken. Heute starten wir mit dem Maybelline Happy Holiday Adventskalender, der 59 Euro gekostet hat. Ich bin immer wieder überrascht, wie teuer die Adventskalender geworden sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind natürlich auch ein paar Tage älter geworden und in meiner Erinnerung hat immer so ein kleiner Schokoladen-Adventskalender gereicht. Ich fand das immer süß. Oder meine Mama hat natürlich auch Adventskalender selber gemacht. Aber wir sind jetzt Make-up-Freunde und wir lieben Make-up. Und deswegen starten wir mit dem ersten Türchen. Ganz, ganz wichtig, ich packe alles aus. Ich sage euch aber nicht, in welchem Türchen was ist, damit ich euch dann die Überraschung nicht fertig mache. Zuallererst, so sieht der Adventskalender einmal von außen aus. Und ihr könnt ihn dann auspacken und habt dann hier drin nochmal diese einzelnen Boxen, die ihr selbstverständlich auch nochmal wiederverwenden könnt. Was ich ganz gut fand, auf der Verpackung stand auch nochmal drauf, dass beispielsweise mineralölfreie Farbe verwendet wurde, recyceltes Papier. Und ihr könnt hier hinten so Füße aufstellen, sodass er wirklich steht. Wir starten und haben eine Mascara. Das ist die Falsche Wimpern Volume Express Mascara. Die kenne ich tatsächlich nicht. Ich bin immer ganz gespannt bei den Adventskalendern, weil da natürlich auch viele Produkte drin sind, die entweder extra angefertigt wurden für den Adventskalender oder Produkte, die wir vielleicht auch hier nicht kennen. Oder man lernt einfach immer neue Produkte kennen. Eine Full-Size Mascara ist aber schon sehr gut. Und ich glaube, bei Maybelline kosten die Mascaren alleine schon 10 Euro. Dann haben wir einen Nagellack in einem recht süßen Nude-Ton. Love This Sweater. Also auch hier, glaube ich, extra eine Farbe angefertigt für Weihnachten. Schöne, nudige Farbe. Kann man benutzen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil ich es nicht persönlich nicht mag, wenn es zu viele Nagellacke mit in meinem Adventskalender sind. Das gibt immer Punktabzug. Aber vielleicht führen wir ein neues Punktesystem ein. Packaging, Produkte und Preis. Packaging kriegt 4 von... Ja, wir starten mal mit 4 von 5 Sternen. Hier haben wir einen Invisibobble mit drin. Ein Haarband. Das sind sogar 3. Tatsache, es sind 3 Invisibobbles mit drin, die Haare dann nicht so knoten. Kann man eigentlich immer ganz gut benutzen. Selbst ich benutze die mit meinen kurzen Haaren. Wenn ich mich abschminke, mache ich mir die einfach rein, so komplett um die Stirn. Und dann kann ich die Haare immer so ein bisschen aus dem Gesicht machen. Finde ich gut, die sind recht teuer. Wir haben einen Tattoo Liner. Auch hier ein Full-Size-Produkt. Den mag ich tatsächlich sehr, 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 sehr gerne. Also das ist ein super Eyeliner, der extrem lange hält und auch sehr teuer ist. Ich bin immer so ein bisschen auf der Seite tatsächlich von den teureren Adventskalendern, weil ich der Meinung bin, dass die vom Preis-Leistungs-Verhältnis meistens stimmen. Also ich rede jetzt nicht von 300, 400, 500 Euro Adventskalendern, sondern von so um 40 bis 60 Euro von Marken, die wir kennen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis dann da meistens immer recht gut ist. Wohingegen ein Kalender, der vielleicht nur 19 Euro von, weiß ich nicht, einer sehr günstigen Drogeriemarke, im Preis-Leistungs-Verhältnis dann wieder nicht ganz so gut funktioniert. Aber ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, welche
Kriterien ihr für Adventskalender habt und danach das erste Adventskalender-Video ist, welche Kriterien ihr euch von mir dieses Jahr wünscht. Wir haben ein sehr, sehr großes Päckchen. Wir haben ein Päckchen und da ist ein Liner mit drin, ein Lip-Liner in einer sehr schönen Farbe, Dusty Rose. Ist ein klassischer Ton, so ein bisschen in die pinkige Richtung. Ich war sehr überrascht tatsächlich neulich. Ich habe euch neulich bei Instagram vier verschiedene Lippenlooks gezeigt und die meisten haben nicht auf nudige Lippen, so auf kühlere Lippen getippt, sondern eher wirklich auf so einen leichten rosanen Touch. Und dafür wäre der natürlich perfekt. Was ich übrigens auch schön finde, ist, dass hier nicht nur Zahlen, sondern auch ab und zu mal Schrift drauf ist. Und die sind von allen Seiten wirklich hübsch gemacht. Die Verpackungen kann man also wirklich wiederverwenden. Oh, den kenne ich tatsächlich noch nicht. Das ist der Baby Skin Instant Pore Eraser. Ein Primer, der die Poren so ein bisschen weich zeichnen soll. Auch der ist meiner Meinung nach in der Full-Size-Größe. Ich glaube, die sind nur so groß. Auch hier ein Produkt, was ich persönlich selber noch nie getestet habe. Finde ich gut. Wir haben ein recht großes Päckchen. Ich drehe euch die Zahl einmal weg. Und da ist was Kleines drin. Was ist das denn? AdMix GmbH steht da drauf. Ein Guasha-Stein von Maybelline. Das ist so ein Produkt, bin ich ehrlich, das ist ein Filler-Produkt. Also das haben sie extra nochmal anfertigen lassen, um den Adventskalender so ein bisschen zu befüllen. Ich zeige euch hier mal den Größenvergleich zwischen meinem. Meiner ist aus Rose Quartz und der ist wesentlich größer und hat tiefere Ecken. Ist in Ordnung. Ich finde, die kann man immer... Ich schwöre auf Gua Sha. Schwöre ich wirklich drauf. Hätte ich jetzt bei Maybelline tatsächlich aber nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Weiter geht es mit einem Concealer. Und da bin ich immer ein bisschen... Das finde ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig. So Base-Produkte mit Farbe. Das ist die Farbe 01. Also der hellste Ton, den sie haben. Man hat bestimmt eine Freundin oder einen Freund, der ihn benutzen kann. Finde ich persönlich aber immer ein bisschen schwierig, weil es sei denn, hier ist noch was drin, was wesentlich dunkler ist, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber den Löscherauge, das ist ja ein guter Concealer. Wir machen meinen Geburtstag auf. Das verrate ich euch. Das ist die 14 und ich erahne schon, was da drin ist. Es war früher für mich immer als Kind immer so ganz besonders spannend, die 14 aufzumachen. Und oft habe ich schon reingeduscht, was bei der 14 drin ist, weil da war immer noch mal was Besonderes drin. Was ist das denn? Ein Cream Eyeshadow in Weiß. Auch den habe ich noch nie getestet. Ich mache ihn euch einmal kurz auf. Das ist wirklich ein komplett weißer Lidschatten mit so einem leichten Schimmer. Damit kann man bestimmt sehr, sehr gut Cut Creases ziehen oder so ein paar Details setzen. Cooles Produkt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich der Meinung bin, dass die Brands diese Videos auch sehen, weil sie mitbekommen haben in den letzten Jahren. Letztes Jahr war es schon sehr gut. Das Jahr davor fand ich es immer noch so ein bisschen schwierig, dass sie wirklich viele Produkte reinmachen, die nicht das Gefühl geben, dass es ein Filler-Produkt ist. Produkte in Adventskalendern sind gerne auch mal Produkte, die nicht so gut funktioniert haben, um den Bestand ein bisschen leerer zu kriegen. Das ist nicht immer so und das ist auch nicht bei allen Brands so, aber bei manchen Brands ist das so. Hier habe ich bis jetzt noch nicht den Eindruck. Dann haben wir einen Liner Refine, einen Express Kajal in Schwarz. Auch den kann man immer gut benutzen. Ich liebe Kajal. Ich trage eigentlich im Moment jeden Tag Kajal und gehe damit natürlich dann auch immer ein bisschen durch. In Schwarz gut zu benutzen für alle was. Color Sensational, ein Lip Liner in einer recht spannenden Farbe. Der geht so ein bisschen in die bräunliche, schimmernde Richtung, hat auch einen leichten Glow, glaube ich, mit drin. Weiter geht es mit einem Nagellack. Okay, der zweite Nagellack ist bis jetzt ein guter Schnitt. Das ist ein Rot, ein Hot Red, richtig heiße, rote Richtung. Wir haben immer noch so viele Türchen. Und wir haben einen Gel Pencil, einen Augenstift in einer sehr spannenden Farbe. Die nennt sich Rich Berry. Den kann man wahrscheinlich auf den Augen ganz gut benutzen, so ein bisschen als Lidschattenstift. Sieht sehr, sehr schön aus und auch das ist etwas, was man selten in den Adventskalendern drin hat. Wobei, eigentlich, naja, wir haben jetzt 3, 4 Liner schon, ne? Also mit Linern sollte es jetzt reichen. Wir starten mit, das sieht toll aus, noch so einem Creme-Lidschatten. Der ist in der Farbe Pink Gold und ich hole euch mal ganz nah ran, dass ihr das sehen könnt. Das ist ein richtig, richtig schöner Ton. Die erinnern mich so ein bisschen an die Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize Creme Lidschatten. Ich finde immer, das ist im Alltag eigentlich gar nicht schlecht, wenn man nicht so viel
verblenden will, sondern einfach so ein bisschen was auf die Augen machen möchte, sind die eigentlich ganz gut. Wir haben einen Tattoo-Liner, ein Gel-Pencil in Schwarz. Der ist jetzt aber klein. Also im Verhältnis wesentlich kleiner ist als der in diesem Bordeaux-Rot. Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht hat es sonst nicht in die Verpackung gepasst. Aber das sieht mir so aus, als wäre das eine extra Anfertigung für den Adventskalender. Wir haben eine weitere Mascara. Auch das ist, glaube ich, eine Mini-Version. Das ist die Colossal Mascara. Das finde ich dann immer auch gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen Abwechslung, wenn ich ehrlich bin. Weil, also klar, mit Full-Size-Produkten macht man uns natürlich die meiste Freude. Aber wenn man mal von seinen liebsten Produkten, ich weiß, die Colossal Mascara ist eine der Bestseller-Mascaren, also sie wird vielen von euch wahrscheinlich gefallen, und die dann vielleicht für einen Urlaub oder so in der kleinen Größe mit dabei hat, ist das gar nicht schlecht, weil tauscht bitte regelmäßig eure Mascaren aus. Alright, jetzt wird's schwer. Oh, toll. Das ist ein tolles Produkt. Wir haben den Lifter Lip Gloss in der Farbe Eis 002. Eins der besten Produkte von Maybelline, die sie in den letzten 4 Jahren rausgebracht haben, die Liftergläser. False Lash Lift. Wir haben eine weitere Mascara. Das ist die False Lash Lift Mascara. Auch hier in der kleinen Größe. Kenne ich, wie gesagt, auch nicht. 3 Mascaren haben wir bis jetzt. Sollte jetzt an Mascaren reichen. Okay, wir haben einen Anspitzer. Ich habe ihn schon auseinandergebastelt hier aus Versehen. Einen Anspitzer kann man mal benutzen. Was aber gar nicht so schlecht ist, hier ist auch wirklich ein großes Loch für diese dickeren Stifte mit drin. Naja, nun gut, was soll ich dazu sagen? Okay, es ist erst das zweite Filler-Produkt. Ein Lippenstift in einer auch sehr, sehr schönen Farbe, in so einem schönen, bärigen Nude-Ton. Das ist der Maybelline New York Latte Beige Lippenstift. Schöne Farbe, kann ich mir gut vorstellen, steht bestimmt vielen. Ja, gut. Wir haben, auch da freue ich mich tatsächlich, das ist ein super Produkt, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, den Cheekit in der Farbe Coral. Einer meiner liebsten Liquid Blushes aus der Drogerie sind tatsächlich diese Cheekits. Die Farbe Coral habe ich persönlich selber noch nicht getestet. Wirklich ein tolles Produkt. Wir haben noch 2 Türchen, Freunde. Nein, 3 Türchen. Und da haben wir hier noch einen weiteren Nagellack. Das ist der Superstay 7 Days Gel Nagellack. In so einem, ja, es ist ein recht helles, leuchtendes Pink. Einen weiteren Nagellack. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Reihenfolge. Aber auch der ist recht tragbar. So ein bisschen dunkler. Passt, glaube ich, sehr, sehr gut auch zum Lippenstift. Und das letzte Türchen, was wir haben, ist eine weitere Mascara, aber eine Full-Size-Mascara. Die neue Curl Bounce Mascara von Maybelline. Die trage ich tatsächlich heute auch. Ich habe sie hier gerade schon liegen gehabt. Ist eine gute Mascara. Habe ich mir was anderes vorgestellt? Nee, ich glaube nicht. Also, ich muss sagen, wir haben was für die Lippen. Wir haben Concealer in der Farbe, die vielleicht nicht für jede und jeden von euch funktioniert. Ich weiß nicht, ob in allen Adventskalendern auch immer dieselben Farben drin sind. Das kann ich euch nicht sagen. Da ist dann immer so ein bisschen, mal schauen, was drin ist. Die Auswahl ist aber okay, auch für den Preis. Ich glaube, wenn man das alles einzeln kaufen würde, wäre man da auch ein bisschen drüber oder wahrscheinlich sogar ein gutes Stück drüber. Aber ist okay. Also ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist der beste Adventskalender bis jetzt. Aber wir haben wirklich gute Produkte mit drin, die man auch alle benutzen kann. Irgendwie. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig. Und das sollte auch für uns immer der grundlegende oder die grundlegende Bewertung dieser Videos sein. Dass wir Produkte drin haben, die man gut nutzen kann. Wir haben Primer, wir haben Nagellacke. Auch wenn es ein paar mehr sind, als mir persönlich lieb ist, weil ich sie gar nicht benutze. Aber ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Wir haben Mascaren, auch eine Vielzahl, um sich vielleicht so ein bisschen auszuprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender-Inhalt sagt. Ich würde dem Inhalt des Adventskalenders 3,5 von 5 Sternen geben. Preislich bei 59 Euro ist das auch okay. Also auch hier würde ich ihm 4 Sterne geben, weil Maybelline ist eine recht teure Drogeriemarke. Bei Maybelline kosten ungefähr alle Produkte
um die 5 bis 10 Euro. Selbst die ganzen Liner kosten 5, 6 Euro. Und da rechnet sich das Ganze dann auch schon wieder. Deswegen würde ich auch hier 4 Sterne für den Preis geben. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Schreibt mir gerne für die kommenden Videos ein paar Wünsche und Anregungen unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch ein fabelhaftes Wochenende und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!